dieses kleine Häuschen hier gekauft, haben hier ein Geldlager entdeckt, was mega geil ist, und haben hier alle Wände mal rausgerissen. Hier war ein Bad und hier war ein Bad und hier war, glaube ich, das Schlafzimmer. Wir haben jetzt einfach mal alle Wände rausgerissen, die Wand von der Garage nach vorne verschoben, also sozusagen ein bisschen was vom Bad weggeschnitten, dass das hier gerade sitzt. Oh, guck, da haben wir was an die Wand mit reingebaut. Und haben die Garage gestrichen und einen frischen Boden reingelegt. Jetzt können wir uns hier überlegen, wie wir das machen. Denn der Plan war ja, dass wir das Bad verschieben. Die Frage ist, jetzt haben wir, können wir rein theoretisch bis hier vorne Wand ziehen. Was ist, wenn wir irgendwohin das Bad setzen? Also, lass uns erstmal hier die Wand ziehen, wie ich sie mir gerade vorstelle. Der Gedanke, den ich mir gerade gefasst habe, ist, ungefähr so die Wand zu ziehen. Ja, warte, den Hammer brauchen wir eh nochmal. Für Gedankengänge sollte der Hammer jeweils dabei sein. Der Hammer lässt sich gut durch Gedanken, deine Gedanken durchdenken. Und ist deswegen immer... Der, ups, das war die Ecke. Die sollte ich nicht einschlagen. Upsala. War nicht mein Plan. Ja, ist doch ein sauberes Haus. Was habt's denn? Ihr werdet nie wieder so ein sauberes Haus finden wie das hier. So. Und der ist schon mal da oben noch weg. Jetzt müssen wir nur einmal hier die Ecke sauber machen. Und frisch einbauen. Das war nicht eventuell meine schlauste Sache in dem Moment. Aber jetzt hat sozusagen das Bad in der Länge gewonnen. Wisst ihr, wie ich meine? Also klar, man könnte jetzt hier zum Beispiel so 1-2 Blöcke nach vorne gehen und dann das so rüberziehen. Da wir das Bad sozusagen eh wegreißen, dann hätten wir immer noch, dann könnte man hier das Bett hin tun, vielleicht dort ein paar Schränke. Oder halt hier das Bett, dann hat man direkt einen Ausblick. Hm. Das ist jetzt natürlich eine Überlegung. Das sind 1, 2, ich würde sagen 4 breit. Lass mal denken. Das ist Wand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nicht mal gerade. 6, 7. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich die Tür baue. Und die Wette machst du sowieso wieder falsch. So, mal durch damit. Hm. Dann wäre es halt gleich, ne? Dann machen wir das jetzt so. Bauen hier schon mal die Tür ein. Und dann ziehen wir... Jetzt ist die Frage, ziehen wir das ein bisschen... Aber wie viel würden wir es denn rüberziehen? Machen wir einfach so einen Dreierblock, oder? Und einmal die komplette Länge lang. Und somit hätten wir den Raum fertig. Alter, Handy. Hm. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir, was wir mit diesem Loch machen. Aber das sollte ja relativ easy gehen, indem wir einen neuen Boden suchen. Einen schicken neuen Fußboden für den Raum. Oder allgemein für das ganze Teil. Ich bin ja für Laminat wieder. Nehmen wir eine Duke, kaufen viele. Da, das Loch wird ausgelassen. Hä? Das ist doch Gefährdung des eigenen Dingerbummer. Es ist gefährlich. Hallo? Das Loch da, das muss weg. Ich lege jetzt erstmal den kurzen neuen Fußboden ein.
Einmal Fußboden legen. Für die ganze Wohnung. So. Die Wohnung hat sogar einen Feueralarm. Aber weißt du, was ich in. Du kannst mich mal hier mit. Hier kommt auch schön der hin und um den Ofen rum muss eindeutig fließen. Also das weiß doch wohl jeder, da kann kein Teppich sein, weil das brennt doch. Wir nehmen hier ganz easy solche ganz simplen Fliesen einfach. So, das müsste ja passen, oder? Ja. Das schaut doch nach etwas aus. So, wir haben jetzt hier das Bad. Das jetzt auch wieder einen Fliesenboden kriegt. Fliesen sind überall und nirgendwo. Fußboden, Bodenfliesen. Und wir tun mal in deren Andenken an blaue Fliesen hier reinlegen. Und so auch in die Tür. So, und dann kommen Wandfliesen. Wände, Wandfliesen. Ich würde so einen grünen nehmen jetzt einfach. Kaufen viele. Davon brauchen wir jetzt aber ein paar, glaube ich. Da habe ich mich immer zu wenig geschätzt. Eieiei. Fliesen legen, das macht so Spaß. Eigentlich sollte man wirklich nur mal einmal probieren, was passiert, wenn man die Wände komplett von Hütte rausreißt, alles rausnimmt und das Haus dann verkauft. Das wäre vielleicht auch mal ein Video wert einfach. Zack. Aber ich muss da oben noch. Ich muss noch die restlichen Teile hier machen. Eieiei. Ja, das wird sich wieder absolut nicht wahrscheinlich ausgehen. Allein schon wegen den Fenstern. Je mehr Fenster, desto schlimmer ist das Ganze hier. Ganz, ganz easy. Wir wollen doch, dass die Leute Augenkrebs kriegen hier, ne? Das ist das ganze Ziel unserer Mission hier. Die Menschen kommen danach raus und sagen, oh, scheiße, ich sehe nichts mehr. Dann sagt der Doktor, jo, sie haben Augenkrebs, sie können nicht mehr. Ab geht's. Noch eine Wand. Noch eine Wand. Noch eine Wand. Noch eine Wand. Wand. Was ich euch ja erzählen kann, ist, dass ich im Hintergrund, während ich hier die ganze Zeit Let's Play mache, am vielen arbeite, inkludierend, dass ich daheim bald einen eigenen Server stehen habe, oder vermutlich mal, ich probiere mich gerade da drin. Ich habe ein paar alte, oder mein altes System halt noch, was ich zu einem Server umfunktionieren will. Und ja, da werden dann auch dezent ein paar Server drauflaufen von mir halt, mit denen ich dann für zum Beispiel Let's Plays oder sowas arbeite, damit zum Beispiel das Spiel grundsätzlich nicht unbedingt auf meinem Rechner läuft zum Beispiel und wenn zum Beispiel Zuschauer hat, dass halt die Performance von dem Hauptrechner nicht eingeschränkt wird. Außerdem arbeite ich ja an einem Minecraft Community Server jetzt sogar schon. Ja, ist alles im Hintergrund am Laufen und zwar ein richtiger Netzwerk, an einem Netzwerkserver, wo auch Hunger Games gespielt werden können und alles. Wie gut das funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich muss gucken, sobald der Server da ist. Oder beziehungsweise die restlichen Teile sind da sind, mit denen ich anfangen kann zu arbeiten. Das ist jetzt eigentlich das aktuelle Problem. Aber das sollte ja nicht allzu schlimm sein. So, die Frage ist, ich würde gern einmal in einem Bad
eine Badewanne verbauen. Wir haben bis jetzt in keinem Bad eine Badewanne verbaut, wirklich. Also auch nicht irgendwie so, wie wir sie wollten. Ja, komm her. Ungefähr die Größe hat die. Okay. Dann gehen wir unter Anschlüsse. Wo ist denn das? Wo ist denn Dusche, Wasserentzündung der Badewanne? So, jetzt kaufen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ne, wenn ich jetzt. Die Frage ist, was ist, wenn ich das da drüben, also hier. Machen wir es mal hier drüben. Warte, erstmal aufdrehen das Ganze. Und ja, ich mache das, bevor ich den Rest einbaue, weil ich nicht weiß, wie es mit der Badewanne funktioniert. Ach, ist das, weil man immer im Weg steht, oder was? Ah, montieren. Oh, what the fuck? Hilfe? Was spielt das Spiel von mir? Also literally, das Game will irgendwas, das ich hier mache, aber ich weiß nicht was. Das ist doch wieder super. Ugh. Oder tun wir das Bad so nach da drüben, obwohl. Probieren wir es nochmal Anschlüsse. Badewanneninstallation jetzt kaufen. Ich tu die mal hier hin. Weil die passt sich ja lustigerweise noch ein bisschen mit an, das was ich gerade mega cool finde. Nochmal, wir tun eine blaue Badewanne mit roten Kissen. Ob das. Ah, schau her, das war einfach, weil das an der Wand war zum Beispiel. Oh, holy shit. Das ist mal eine komplizierte Badewanne. Sind die alle so schwer? Warte mal, da kann ich auch schon wieder was reinschrauben. Ha, ich kann das schon wieder rumschrauben. Ich hänge. Also entweder sind die für solche Sachen hier nicht gemacht. Okay, da musst du teilweise ein bisschen flotter. Okay, vielleicht ist die Badewanne ein bisschen zu groß. Die sollten wir eventuell wieder verkaufen. Haben wir keine andere Badewanne, die irgendwie in dem Maßen auch cool ist? Eckbadewanne, irgendwas so in der Art. Eckdusche haben wir, aber das ist nicht unbedingt das, was ich will. Runde Einbauwanne, jetzt probieren. Die würde ich dann aber irgendwie so gegen die Wand tun, oder? Warte, dann müssen wir das jetzt mal verkaufen. Ich probieren geht über studieren, würde ich mal sagen. Und sowas haben wir ja noch nicht gehabt bis jetzt. Nein, Duschinstallation, nicht Badewanneninstallation. So. So, und Anschlüsse erst aufdrehen. Sonst meckert das Spiel wiederum, was ich irgendwie doof finde. Soll ich halt bei der Installation das aufdrehen? Ich bin doch auch nicht normal so, dass ich, wenn ich sage, jo, ich kaufe mir jetzt eine Badewanne. Warte, ich drehe schon mal die ganzen Sachen auf. Ist doch eigentlich vollkommen hirnrissig, oder? Aber jetzt muss ich das festschrauben. Ach, heje. Ach, heje. Jetzt angeschlossen. Nächste Teil drauf. Der Anschluss. Du hier rein. Festschrauben. Ah, okay. So, Badewanne in der Ecke fertig. Super.
Das mit der Toilette habe ich mir halt jetzt noch in dem Fall noch nicht überlegt, aber... Das habe ich mir echt nicht überlegt, wo ich die Toilette hinbaue. Ich könnte eiskalt die Toilette da reinquetschen. Mach mal das. Nee, Tab. Anschlüsse. Wir brauchen einmal einen Toilettenanschluss. Zack. Und dann einmal Anschlüsse, eine Wasserinstallation. Nehmen wir aufdrehen. So, dann brauchen wir aber noch einen Anschluss. Und zwar für die Heizhandtuchhalter. Der kommt direkt hier hin. Der ist auch schon aufgedreht. Dann würden wir uns mal hier wieder ans Badezimmer setzen. Nehmen wir diesmal eine normale billig Teil hier. Eine normale billige Kloschüssel. Und bauen die einfach schnell zusammen. So. Was brauchen wir noch für ein Badezimmer? Geht das dahin? Das wäre so ein bisschen Klassiker, aber... Ja, und dann machen wir ein bisschen dunklere Typen. Warum kann ich die linke und die rechte Tür bitte schon einstellen? Das ist ja komplett schmarrnmäßig. Jo. Machen wir es richtig mal bescheuert. Also musst immer nur grob sagen, wo der Anschluss hin soll, oder was? Und fertig, oder was? Ah, nee, jetzt muss ich montieren. Wieder so ein Anschluss. Ha. Bin ich doof? Ich mach das davor schon. Dann verschiebt er mich dauernd wieder. Das mag ich nicht. Hier festmachen, hier festmachen. So, und jetzt können wir wieder schließen. So. Dann tun wir hier noch die Wandhalterung für die Heizung rein. Badezimmer, das müsste hier auch dabei sein, oder? Nee, ist es nicht. Heizung. Hier. Die brauchen wir hier. Das ist neu. Ich glaube, das ist mit dem letzten Patch dazugekommen, dass du das dann halt noch nachhinein verschieben kannst. Ist aber gut. Ganz ehrlich. Weil so kannst du das viel besser alles platzieren. Man kann es jetzt hier nicht zum Beispiel ausmessen, wo was sitzt. Das geht ja nicht. Dann tun wir noch eine Lampe rein. Lampen. Deckenlampen. Ich kaufe einfach hier in die Mitte reinsetzen. Du kommst weg. Bye bye. Und einen Lichtschalter. Und das fällt ein Lichtschalter. Elektronische Ausrüstung? Ist ja rein theoretisch eine... Oder unter Anschlüsse? Ja, hier. Moderner Lichtschalter mal natürlich jetzt ankaufen. Und Licht. Ja, das ist doch unser Bad jetzt. Das ist das, was wir heute geschaffen haben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!